Hokus Pokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater, Ball auf Mario Balotelli, komm aus der Distanz mit. So Freunde, bevor es hier losgeht, ganz kurz noch eine Frage bzw. eine Info. Fröhliche Weihnachten an dieser Stelle auch nochmal zum zweiten Feiertag. Es sollte heute eine Squad-Building-Challenge kommen. Ich weiß nicht, ob das Video kommen wird, denn ich habe es zwar heute Nacht gerendert, aber mein Laptop ist ausgegangen, deswegen ist es nicht fertig geworden. Das heißt, erwartet da nicht mehr zu viel, aber gegebenenfalls kommt es noch. Was auf jeden Fall kommen wird, sind die 7-Minute-Squads diese Woche und ich würde ganz gerne noch eine Folge Deal With machen. Ich weiß aber nicht, ob euch noch ein Spieler aus diesem Team of the Week interessiert. Ich packe euch hier mal eine Infokarte hin mit den in meinen Augen interessantesten Spielern vom Team of the Week dieser Woche und ich würde gerne, dass ihr da abstimmt, ob ihr davon einen noch sehen wollt. Die Option Nein wird auch da sein. Andere Sache, ich habe mir jetzt Madden geholt. Wenn ihr wollt, dass gerade jetzt in der Zeit zu den Playoffs in der NFL mal Madden-Videos kommen, lasst mal einen Daumen nach oben auf dieses Video da, beziehungsweise schreibt es mir in die Kommentare und es werden demnächst auch wieder Vlogs kommen. Freut euch drauf. So, und jetzt viel Spaß mit dem besten Stürmer, why always him, Mario Balotelli. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Freunde, wir sind heute am Start und zwar mit einer richtig genialen Karte, auf die ich mich unfassbar gefreut habe, als ich gesehen habe, dass dieser Spieler zwei Buden gemacht hat. Und es ist außerdem mein Lieblingsspieler in FIFA 17, bisher zumindest mein Lieblingsstürmer. Nicht der Beste im Spiel, aber definitiv mein Liebling. Warum, die Story erzähle ich euch gleich nochmal. Ihr habt es bereits im Titel gesehen, das ist Mario Balotelli Second in Form. Und um diese Karte dreht es sich dementsprechend heute. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Beschreibung aus, wenn ihr selber noch Coins braucht, um euch beispielsweise einen Mario Balotelli in Form zu kaufen. IGVault 6% Rabatt mit dem Corpus Gaming TV dazu zu Footmess. 8% nochmal extra auf eure Coins obendrauf. Lohnt sich also richtig. Und natürlich könnt ihr auch gerne mein Merchandise abchecken. Amazon und meine Social Media Kanäle, also Instagram, Twitter und Facebook. Gerne einfach mal klicken. Alles in der Videobeschreibung. Und natürlich gerade die Social Media Sachen kostenlos zu verfügen. Man mag sich jetzt fragen, Max, nach letztem Mal, was benutzt du nach Dwight Gayle für ein Team? Und ich habe mich wieder fürs 4-3-3 entschieden. Und zwar diesmal nicht nur mit einer Special-Karte, nicht nur mit Balotelli, sondern auch mit einer zweiten Karte. Und das Team sieht folgendermaßen aus. Wir haben Hart, Koulibaly, Astori, Smolnikov, Tremolinas, Iborra, Jorginho, Giuliano, Wants to Watch, Lucas, Balotelli und Jesse Rodriguez, der ja wahrscheinlich zu Ude Las Palmas wechseln wird. Vorne drin Balotelli, Sniper hat da momentan noch den Chemiestil, werde ich noch ändern und zwar zum Normalen, weil ich will ja sehen, wie er normal performt und zwar ohne jeglichen Boost und das natürlich in meinen Augen ist das immer besonders interessant, weil mit Chemiestilen kann man so ziemlich alles auf der Karte nochmal verändern und ihn natürlich nochmal besser machen. Ich muss nur mal den Normalen hier finden. Gut, ich habe ihn nicht, dann nehme ich halt den, mit dem ich normalerweise spielen würde und zwar Hawk, also plus Tempo, plus Shooting, damit hat er 90 und plus Physis, hat bisher 6 Spiele bei seinem Vorbesitzer gemacht, 2 Torvorlagen, sonst nichts gerissen, hat mich 63.000 Münzen gekostet, ich bin gespannt, was das werden wird und wir gucken einmal ganz kurz auf die Statistiken der anderen Balotellis, die ich im Verein habe. Ich habe nämlich bisher, abgesehen von der Screenkarte, jede Karte gespielt. Der Balotelli Inform hat bei mir in 15 Spielen 19 Scorerpunkte gemacht, 36.000 Münzen gekostet, gering Arbeitsraten, das gleiche also quasi wie die jetzige Karte, war aber nicht so krass wie die Non-Inform-Karte, mit der ich ja bereits 73 Spiele gemacht habe, 73 Buden, 23 Torvorlagen. Die Karte ist mal richtig geil und ich bin sehr gespannt, ob die 84er-Karte jetzt eventuell meine Lieblingsstürmer Paulo Dybala dieses Jahr rankommen wird. Wir spielen wieder ein Einzelspiel und diesmal geht es oha gegen Nathan Chadli, Walcott, Lallana und Kanté. Das ist kein Monster-Team, das aber vor allem schnelles und overpoweredes Team, gerade in der Offensive und Defensive, wird also nicht einfach. Ich bin mega gespannt, aber Ballo wird das schon irgendwie richten. In-Game-Stats übrigens, 89 Abschluss, 94 Schusskraft, 99 Elfmeter, selbstverständlich. Has Balotelli ever missed a penalty? .com mittlerweile ja leider schon, unter anderem auch schon bei seinem neuen Arbeitgeber, aber trotzdem auf jeden Fall eine richtig perverse Karte. Positioning ist nicht so geil, das liegt daran, dass er natürlich auch low Arbeitsraten hat, aber das hier sieht schon mal richtig gut aus. Ball auf Lucas, ey. Kann man machen. 92 Ballkontrolle hat er, 88 Dribbling, die einzigen Stats, die dafür sorgen, dass er so niedriges Dribbling auf der Karte hat, sind seine Balance und seine Agilität und das war in meinen Augen kein Foul. Schöner Ball auf Lucas. Lucas, ah, da ist er nicht gelaufen, der Balotelli, aber legt nochmal ab auf Jesse Rodriguez. Komm, gib Elfmeter. Ja, schade. Das wäre wieder so typisch Bullshit gewesen. Mhm.
Balotelli, 1:0, 18. Minute, Leute, jetzt sind wir doch da. Schuss noch abgefälscht und dann kommt der Pass in die Spitze und Ballo grätscht den rein. Erstes Spiel, erstes Tor und das gegen Tschech. Sehr, sehr gut, weiter so. Oh, wunderbar gespielt von Giuliano auf Balotelli. Komm, vernascht Smalling, Tschech. Und macht sein zweites Tor. Ja, Wolski, das war einfach richtig gut. Da sieht man die Ballkontrolle und Dribbling, wie wichtig sie sind. Er hat auch Ruhe vor dem Tor bis zum geht nicht mehr. Und deswegen lässt er hier den Kollegen Smalling einfach grätschen oder mit dem schwachen linken Fuß in die Ecke. Besser geht's doch nicht. Balotelli, alter Schwede, Junge. Was ist denn mit dir los? 3:0, 25 Minuten durch. Und Ballo mit seinem lupenreinen Hattrick. Diesmal aus der Distanz, diesmal per Finessi. Die Karte ist absolut geil. Dagegen kann man nichts sagen. Hokus Pokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater. Ball auf Mario Balotelli. Komm aus der Distanz mit links. Ah, wäre das geil gewesen. Und jetzt kommt der Quid oder was? Das wäre natürlich jetzt angemessen. Jawohl, nächstes Spiel. So, zweites Spiel. Schauen wir doch mal, was hier gehen wird. Und das Team ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau. Alter Schwede, ich glaube, das wird nicht so einfach wie gerade. Jordi Alba, der schlechteste Spieler eigentlich. Varane, Manolas, Lehmann, Bruno Perez. Dazu Nainggolan. Wir haben Littmann im zentraloffensiven Mittelfeld. Hazard, Player of the Month, Batshuayi, Willian und Isco. Das ist nicht nur volle Chemie, das ist auch richtig krank. Balotelli auf Lukas. Vorlagen, Qualitäten! Das ist Assist Nummer 1. 5 Minuten und so viel zum Thema. Es ist doch nicht so einfach. Das war richtig stark schon wieder gespielt. Balotelli, der macht einen richtig guten Eindruck bisher. Und Lukas trifft, das ist bei mir recht selten eigentlich. Balotelli hat vor allem halt auch Körperstärke. Und hier setzt er schon wieder Lukas ein. Und Lukas ist frei vorm Kasten und macht ihn nicht rein. Da haben wir nämlich die Sache von wegen Lukas, der nicht so gut trifft. Balleroberung wieder im 16er, weil der Gegner nicht spielt. Aber können wir nichts draus machen. Trotzdem bisher sehr, sehr stark das Team. Ah, da kommt der Flugaufball noch von Balotelli. So viel zum Thema, er würde niemals arbeiten. Was ja allgemein nicht stimmt. Was wir ja mittlerweile alle sehen bei Nizza. Wenn er Bock hat, dann ist er ein richtig, richtig, richtig guter Stürmer. Der fast jedem Team der Welt weiterhelfen kann. Und das sieht hier gerade richtig gut aus, wie wir wieder spielen. Lukas auf der Außenbahn. Nainggolan ist auch schnell, gar keine Frage. Aber Lukas ist schneller. Leider Gottes, der Berberspin nicht geklappt. Ball aber wieder erobert. Die Flanke auf Balotelli. Kommt er da ran? Lehmann zumindest mit Problem. Das sieht so gut aus bisher alles. Oh, Kontergelegenheit nach der ersten Ecke. Oh, die haben wir aber ganz, ganz, ganz schlecht ausgespielt. Trotzdem Ballerung von Tremolinas und vielleicht können wir den Konter doch noch fahren über Jesse. Jawohl, der setzt sich da durch. Haben jetzt mal ein bisschen Platz. Andere Seite Lukas. Ganz, ganz frei, der Pass ist ja mal absolut unterirdisch. Das schneide ich trotzdem rein. Balotelli, schöner Roulette-Spin und jetzt wieder raus auf Jesse. Bisher sehr auffälliges Spiel. Wieder ein schlechter Pass, aber Giuliano kriegt den Ball trotzdem. Ja, Iborra, die Szene ist noch nicht vorbei, die lebt noch. Jetzt vor allem ist Balotelli am Ball. Ah, das war nicht so gut. Da hat man wieder gesehen, ein bisschen die Agilität fehlt ihm halt. Und deswegen ist er ein bisschen unbeholfen teilweise am Ball. Was schade ist. Und jetzt kommt eventuell die erste richtig dicke Chance über Isco. Wenn Tremolinas nicht noch irgendwie dazwischen gehen kann, was er tut. Immer noch kein einziger Torschuss für den Gegner. Das läuft. Oh, der erste Torschuss kurz vor der Halbzeit durch Littmanen, aber kein Problem für Joe Hart. Wir kommen gerade nicht so wirklich nach vorne, weil der Gegner jetzt defensiv besser steht, aber wir stehen defensiv auch richtig gut. So, Giuliano jetzt mal mit Balotelli in Zusammenspiel, wieder weiter auf Giuliano. Jetzt das Roulette, ah, da will er raus auf Lukas geben, aber das war wieder ein bisschen schwach gemacht von mir, muss ich sagen. Und da kommt fast der Konter, aber es ist Halbzeit. Balotelli direkt nach dem Anpfiff, das ist meine Ansage hier. Zweite Halbzeit, Lehmann ist da, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass dieses Spiel für Balotelli gelaufen ist. Ball auf Koulibaly kommt nicht so gut, weil er eben 16er kontrollieren muss und jetzt Konterchance über Littmann, aber Lukas, der ist da. Iborra mit der nächsten Riesenchance, schön vorgelegt natürlich von Mario Balotelli, aber der Ball will nicht rein und jetzt kommt der Quid. Oh wei, Freunde. Kein Tor von Balotelli, aber dafür eine Vorlage und eine absolut demonstrative Leistung. Das reicht mir schon an Siegen.
für diese Episode. Ich hoffe euch auch. Ich denke mal, Balotelli konnte euch überzeugen. Wenn ja, schreibt mir auf jeden Fall mal ein Hashtag Ballo gleich. Nee, warte mal. Hashtag Ballo gleich funktioniert schon mal nicht. Hashtag Why Always Me in die Kommentare. Das ist ja der Spruch, den Balotelli so ein bisschen geprägt hat. War eine ziemlich gute Partie, war eine ziemlich coole Episode. Und ich glaube, Balotelli wird auf jeden Fall irgendwo einen Platz bei mir finden. Mal sehen, mit wem ich den in Zukunft kombinieren kann. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit der nächsten Dealbreak-Episode. Bis dahin, wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao.